Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Die Merowinger, Folge 6. Die Bürgerkriege sind beendet und wir können uns jetzt fröhlicheren Dingen zuwenden. Oder sagen wir, teilweise fröhlicheren Dingen. Wir schauen uns heute kirchliche, gesellschaftliche und rechtliche Entwicklungen an, bevor wir dann mit der Ereignisgeschichte fortfahren. Im Jahr 585 wurde vom König Guntram eine Synode in Mâcon einberufen. Ja, das heißt, wir gehen nochmal ein paar Jahrzehnte zurück, noch während des Bürgerkrieges sozusagen. Und auf dieser Synode wurden dann Kanones zu verschiedenen kirchlichen und rechtlichen Themen erlassen. Und unter anderem wurden jetzt Bischöfe vor weltlichen Anklagen geschützt. In der Synode von Orléans 541 wurden ja schon die niederen Kleriker davor geschützt. Und jetzt wurde dieser Schutz auf die Bischöfe ausgedehnt. Das heißt, jetzt musste ein Bischof vors bischöfliche Gericht und vor seinen Metropoliten gebracht werden und nicht mehr vors weltliche Gericht. Auch wurden Bestimmungen erlassen, dass selbst hochgestellte Laien Kleriker mit einer Verbeugung grüßen mussten. Ja, waren sie selbst zu Pferd unterwegs und der Kleriker zu Fuß, mussten sie absteigen, um ihn zu grüßen, und waren beide zu Pferde, musste der Laie seinen Hut nehmen. Diese Begrüßungspraxis war der römischen Herrschaftsrepräsentationspraxis entnommen. Das heißt, das betraf damals Senatoren und Amtsträger in ihrem Verhältnis zur restlichen Bevölkerung. Das heißt, wenn es ein Senator unterwegs war, mussten sich alle normalen Leute dann verbeugen vor dem Senator. Und diese Praxis wurde dann später von den Bischöfen dann übernommen. Und wurde jetzt auf den gesamten Klerus, also auch auf die niederen Kleriker wie jetzt Priester, ausgeweitet. Ferner wurde beschlossen, dass alle Freigelassenen, die von ihrem ehemaligen Herrn bedrängt wurden, unter kirchlichen Schutz gestellt werden sollten und ihre Fälle nur vor dem bischöflichen Gericht verhandelt werden durften. Wir hatten ja in der zweiten Folge besprochen, dass der ehemalige Herr ja noch als Patron des Freigelassenen galt. Und das kam ja daher, dass der Freigelassene natürlich keinen Besitz hatte, weshalb dann sein ehemaliger Herr für ihn die Verantwortung übernehmen musste. Und diese Verantwortung des ehemaligen Herrn wurde jetzt der Kirche übertragen. Es sollte jetzt auch nicht mehr möglich sein, dass ein Freigelassener wegen seines undankbaren Benehmens wieder vom Herrn versklavt wird. Dies war nämlich im Codex Celsianus noch so geregelt worden. Dieser Kanon aber, auf der Synode von Mâcon, stieß eben deshalb auf großen Widerstand von den Leuten und konnte deshalb nicht vollständig durchgesetzt werden. Also eigentlich war diese Synode ein großer Erfolg für die Kirche. Ja, also sagen wir so, es war ein Teilerfolg. Also ihre Stellung wurde gestärkt, der Bischöfe und der Kleriker. Aber sie haben sich nicht bei allem durchsetzen können. Und wo, das sehen wir nämlich gleich. Denn die Bischöfe haben auch bestimmt, dass niemand den Armen einfach ihr Land und ihren Besitz wegnehmen darf. Und mit den Armen sind jetzt die Leute aus der unteren Mittelschicht gemeint, also Leute, die bereits etwas Besitz hatten, aber kaum Rechte und auch keine politische Macht. Und hier und an anderer Stelle sieht man, wie offensichtlich Große eben regelmäßig den Besitz der Armen geraubt haben. Und jetzt hat man diesen Raub unter Exkommunikation gestellt, dass dann der exkommuniziert wird, der diesen Raub tätigt. Interessanterweise hat dann dieser Kanon, der ihm mit Exkommunikation gedroht hat, sich auf das weltliche Gesetz bezogen. Denn anscheinend gab es auch in der weltlichen Gerichtsbarkeit ähnliche Bestimmungen. Denn die Idee war ja, die untere Mittelschicht unterstand ja, weil sie Besitz hatte, der Steuerpflicht. Und wenn man ihnen jetzt diesen Besitz geraubt hat, noch dazu, wenn es gehobene Leute waren, ohne Steuerpflicht, die den Besitz geraubt haben, dann ging ja letztendlich dem König dadurch Steuereinnahmen verloren. Und das geht natürlich nicht. Und weil es irgendwie Diebstahl ist oder so. Genau. Und das Problem scheint auch nie wirklich verschwunden zu sein, denn selbst unter Karl dem Großen, dann Anfang des 9. Jahrhunderts, wird dieses Thema immer noch behandelt. Das Problem der Gier. Genau. Und vor allem, dass eigentlich letztendlich die rauben, die ich schon am meisten haben. Ja gut, dass sowas heutzutage nicht mehr vorkommt. Also die Bischöfe haben also ihren Einfluss auf der Synode
ausgeweitet, wie vorher schon festgestellt. Und Guntram hat dies natürlich jetzt unterstützt und auch die Beschlüsse der Synode durch ein eigenes königliches Edikt bestätigt, wie es so üblich war. Bei dieser Synode haben auch Bischöfe aus den ehemaligen Gebieten von Chilperich teilgenommen. Guntram hatte ja nach Chilperichs Tod einen großen Teil seines Reiches übernommen. Und damit hat Guntram ihnen die Möglichkeit gegeben, sich endlich mal wieder zu versammeln, nachdem ja Chilperich selbst bisher nur zwei Synoden einberufen hatte. Guntram hat dann in seinem eigenen Bestätigungsedikt betont, dass Gott ihm die Gabe der Königsherrschaft übergeben hat, weshalb es auch in seiner Verantwortung stand, jetzt die Übertretung der Kanonis auch zu ahnden, weil sonst der Zorn Gottes erregt würde und Krankheit, Mensch und Vieh und Krieg das Land treffen würden. Das mit den Kriegen hatten wir ja schon zur Genüge gesehen bei den letzten drei Folgen. Und um die Krankheit kümmern wir uns auch gleich. Aber vorher gibt es noch eine wichtige Sache. Guntram hat ja in diesem Gesetz sich darauf bezogen, dass er das Königtum von Gott erhalten hat. Und das war das erste Dokument bei den Franken, wo eine Art Gottesgnadentum explizit formuliert wurde und das Königtum damit sakralisiert wurde. Und dazu passt dann auch, dass gerade die Bischöfe für die Herrschaftsausübung des Königs eine wichtige Rolle übernommen haben. Ist das jetzt ein Einzelfall oder sieht man das von diesem Zeitpunkt an öfters? Bei den Franken? Mhm. Ich frage mich nur, weil das ist ja dann später ein großes Thema. Also 1000 Jahre später praktisch, ob das von da an schon sich durchgezogen hat oder ob das so ein Einzelfall war. Ich glaube, das war sozusagen schon ein Schritt in die Richtung und es hat sich dann bestätigt, also in der Folgezeit. Bei den Bischöfen sehen wir es ja auch, dass sie jetzt immer mehr anfangen, eine wichtige Rolle zu spielen, auch für die weltliche Herrschaft, was ja in der Antike noch nicht so war und jetzt immer mehr kommt und dann irgendwann auch Normalität ist im Mittelalter. Ja, aber mir gefällt jetzt eigentlich ganz gut, dass die Bischöfe so eine Art Verteidiger der Armen und des kleinen Mannes sind, oder? Ja, wo es dann auch lustige Geschichten gibt, weiter später. Also, jetzt kommen wir zu den Krankheiten. Ja, die Krankheiten wurden in der Synode prominent erwähnt, dass man nicht den Zorn Gottes erregen soll wegen Krankheiten. Und das lag wohl an der Pest. Denn Mitte des 6. Jahrhunderts ist die Beulenpest ausgebrochen. Diese wurde dann wohl in den 540ern von römischen Soldaten nach Italien gebracht, ja, in ihrem Gotenkrieg. Und der erste Ausbruch der Pest ist in Gallien im Jahr 543 belegt. Nach einiger Zeit ist sie dann verschwunden, aber dann an anderer Stelle wieder ausgebrochen. Und es war ziemlich charakteristisch für die erste große Pestepidemie. Das haben wir auch in anderen Bereichen des Mittelmeers, wo du dann einen Ausbruch hast, dann geht sie weg und dann kommt sie plötzlich wieder oder tritt dann woanders auf und auf ziemlich unberechenbare Art und Weise, vor allem für die Leute damals. Und über einen Pestausbruch in Clermont im Jahr 571 berichtet dann auch Gregor von Tours. Als aber die Krankheit ausbrach, kam es unter dem Volk jener ganzen Gegend zu einer großen Verheerung, dass man nicht zählen kann, eine wie große Menge daran starb. Denn weil schon Säge und Bretter fehlten, begrub man 10 oder mehr in einer Grube. Es wurden aber an einem Sonntag in der Kirche des heiligen Petrus allein 300 Leichen gezählt. Der Tod selbst kam ganz plötzlich. Wenn sich in den Weichen oder unter den Achseln ein schlangenförmiges Geschwulst bildete, wurde jeder Mensch von dem Gift zugrunde gerichtet, dass er schon am zweiten oder dritten Tage den letzten Atem aushauchte. Also bei der geschilderten Krankheit handelt es sich um die Beulenpest, also im Prinzip eine ältere Version des schwarzen Todes, der dann im Mittelalter dann einige Jahrhunderte später gewütet hat. Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen Ansteckung und bis dann die Symptome ausbrechen, lag bei 3 bis 6 Tagen und machte sich dann eben durch das Anschwellen der Lymphknoten bemerkbar. Und bei einem schweren Verlauf führte sie dann innerhalb weniger Tage zum Tod. Das entsprechende Bakterium der Pest heißt Yersinia pestis. Und das Bakterium wurde nach dem benannt, wie es sich gehört, der es als erstes entdeckt hat. Und wer möchte nicht, dass eine Krankheit nach einem benannt wird? Noch dazu eine so tödliche. Ja, gut. Aber wahrscheinlich ist es dann egal. Ich frage mich, ob es umso mehr Prestige gibt, desto tödlicher die Krankheit ist.
Von wem? Okay. Andererseits ist ja immer die Entdeckung der Krankheit ja immer ein erster Schritt zur möglichen Behandlung. Von dem her, aber wahrscheinlich dann, ja, wahrscheinlich Fachleute kennen das dann wahrscheinlich, den Namen. Okay, und vor allem Ratten sind die Träger dieses Bakteriums und über Flöhe wird es dann auf die Menschen übertragen. Und wenn dann der Mensch erkrankt, wird die Krankheit dann von Mensch zu Menschen direkt übertragen, dann über Tröpfcheninfektion. Es gab dann Fälle, wo die Krankheit in einer Stadt gewütet hat und dann viele Menschen geflohen sind, natürlich, bis die Krankheit dann aufgehört zu haben schien. Und dann, wenn die Bevölkerung zurückgekehrt ist, ist die Pest dann wieder ausgebrochen. Eine weitere Welle. Genau. Und für die Menschen damals war halt überhaupt nicht verständlich, wie die Krankheit funktioniert hat. Und allgemein muss man ja bedenken, dass es bei Krankheiten prinzipiell so war, weil ja Bakterien und Viren ja erst im 19. Jahrhundert erst durch leistungsfähige Mikroskope entdeckt wurden. Dementsprechend war das Verständnis von Krankheiten in der Vergangenheit sehr beschränkt. Ja, Viren sind aber, muss jetzt korrigieren, nicht durch Mikroskope im 19. Jahrhundert entdeckt worden. Oh, sondern? Ich glaube, das war, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwelche Keramikfilter, die so fein waren. Viren kannst du unter einem Lichtmikroskop nicht Ach, schon weil sie entdecken. kleiner sind, oder? Aber das ist natürlich Haarspalterei. Ich muss auch mal was wissen, oder? Die Pest wurde dann als Strafe Gottes gedeutet, der man dann versuchte, durch Gebete zu entgehen. Und in diesem Zusammenhang trat dann eben die Synode von Mâcon zusammen und deshalb gab es dann dort eben die Bezüge zu Krankheiten und dann noch die Verbindung, die man gesehen hat von Raub an den Armen oder Übertretung der Kanones, die natürlich den Zorn Gottes erwirken. Also hier ist die Verknüpfung zwischen Moral und Unglück, was ja relativ weit verbreitet ist. Man hat also versucht, die Pest durch Gebete und verstärktes Almosen geben zu bekämpfen, denn es ging ja darum, die Gunst Gottes wieder zu erlangen. Und das verstärkte Almosen geben ist dabei auch ein Hinweis darauf, dass die Armut infolge der Pest ebenfalls zugenommen hat. Und natürlich gab es auch einige kuriose Entwicklungen. Denn es gab Männer, die jetzt als Heilige verehrt wurden und die jetzt vermehrt Zulauf erhalten haben. Ja, und im Jahr 1591, das heißt, die Pest wütet wirklich eine Weile und alle 15 Jahre gibt es halt immer eine neue große Welle. Also im Jahr 591 trat dann in Arles ein Mann auf, der sich als Christus ausgegeben hat. Und er soll aber sogar tatsächlich Kranke geheilt haben, was aber von Gregor von Tours als Zeichen gedeutet wurde, dass er mit dem Teufel im Bunde stand. Und dieser Mann sammelte eine große Gefolgschaft und erhielt massenhaft Gold und Kleidung, das er dann unter den Armen verteilt hat. Was seine Anziehungskraft natürlich noch verstärkt hat. Bald zählte er dann 3000 Anhänger, darunter auch Priester, und schließlich soll er angefangen haben, auf der Landstraße Reisende auszurauben und die Beute an Arme zu verteilen. Also ein kleiner Robin Hood. Gleichzeitig hat er aber auch Bischöfen und Städten mit dem Tod gedroht, wenn sie nicht verehren sollten. Ja, würde mich interessieren, wenn wir diesen Mann da irgendwie interviewen könnten. Das würde mich interessieren. Ja. So was er sich gedacht hat, hat er wirklich geglaubt, er sei Christus oder war einfach nur irgendwie. Schwer zu sagen, es ist wirklich sehr interessant. Und das hat natürlich jetzt nicht jedem gefallen, was er so gemacht hat. Vor allem, wenn er Leuten mit dem Tod droht, wenn dass sie sterben, wenn sie nicht verehren. Was ja nicht ganz. Und der Bischof von Puy-en-Velay hat dann Männer losgeschickt, um ihn festzunehmen. Aber bei den folgenden Auseinandersetzungen wurde er dann aber getötet. Ja, das heißt kein Interview mehr. Und man sieht aber an solchen Geschichten die zentrale Rolle, die anscheinend die Armenversorgung jetzt im christlichen Leben gespielt hat. Ja, nämlich, also man hat jetzt vermehrt Almosen gegeben, auch dieser Pseudo-Christus hat Almosen verteilt, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu halbmoralisch war, vorher, das er hatte. Und wie genau aber diese Armenversorgung abgelaufen ist, wissen wir nicht. Also wir wissen, es gab zum Beispiel sogenannte Xenodochien,
sowas wie Fremdenhäuser, könnte man es übersetzen. Und das waren Häuser, in denen Arme, Kranke und Fremde versorgt wurden. Und auch die Häuser von Bischöfen galten als Haus der Armenversorgung. Aber nicht alle Bischöfe waren so fürsorglich. Und so gab es anscheinend Bischöfe, die arme Leute mit Hunden verscheucht haben, damit sie sich nicht um sie kümmern müssen. Oh je. Deshalb hat dann eben die Synode von Macron Bischöfe verboten, Hunde zu halten. Und der entsprechende Kanon lautete: Wir wollen deshalb, dass das Haus des Bischofs, das dazu durch Gottes Gunst eingerichtet worden ist, ohne Ansehen der Person alle in die Gastfreundschaft aufzunehmen, keine Hunde haben soll, damit nicht vielleicht diejenigen, die darauf vertrauen, dort eine Erleichterung ihres Unglücks zu finden, im Gegenteil sogar Schaden an ihren Körpern erleiden, weil sie durch die Bisse der angreifenden Hunde verwundet werden. Es soll also die Wohnstadt des Bischofs durch Hymnen, nicht durch Hunde, durch gute Taten, nicht durch Bisse verehrungswürdig erscheinen. Ja, die Alternative finde ich interessant. Durch Hunde und Bisse verehrungswürdig. Oh Gott, jetzt bin ich so. Ja, als Martyrium wahrscheinlich, wenn es Christenverfolger machen, aber ansonsten aber Bischöfe. Das ist ja Berufsverfehlung. Ja. Und zu der Pest kamen dann auch noch Hungerkatastrophen hinzu, was dann wiederum die Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben hat und viele auch in die Knechtschaft oder den Hungertod getrieben hat. Und wieso kommst du zu Hungerkatastrophen? Also schon in römischer Zeit hat sich die Ernährungssituation anscheinend in Nordgallien verschlechtert, denn zwischen den Jahren 200 und 400 kam es zu einer klimatischen Verschlechterung und die Temperatur sank dann um 1,5 Grad, was jetzt nach wenig klingt, aber schon sehr starke Auswirkungen hat. Und dadurch gingen dann die Ernteeinträge zurück. Und auch musste man jetzt den Anbau von Weizen durch Sorten wie Dinkel, Hirse, Roggen oder Emmer oder Einkorn ersetzen, weil die jetzt robuster waren bei den schlechteren Temperaturen. Gleichzeitig hat man aber bei diesen Sorten noch einen weiteren Arbeitsschritt in der Verarbeitung, weil man sie vom Spelz befreien musste. Das heißt, du hast einerseits mehr Arbeit, aber gleichzeitig weniger Ertrag. Und das war schon die Grundsituation in der Spätantike. Und dann natürlich durch den Untergang des Weströmischen Reiches fielen dann auch Getreidelieferungen aus, gerade aus Nordafrika. Ich hätte ja schon öfters erwähnt, dass Nordafrika jetzt die Kornkammer des Westens war. Und das war ja, deshalb war ja auch die Eroberung durch die Vandalen so fatal gewesen. Und zwar haben die Römer jetzt im 6. Jahrhundert Karthago wieder erobert, was jetzt Gallien natürlich wenig genutzt hat, weil sie ja nicht mehr zum Reich gehört haben. Das heißt, hier ist es auch weniger einfach an Getreidelieferungen zu einer schlechten Grundsituation. Und der Ausbruch der Pest hat jetzt die Ernährungslage jetzt auch noch weiter verschlechtert, weil einerseits, klar, sterben die Leute weg, das heißt, du brauchst weniger Essen, aber andererseits sterben ja auch die Arbeitskräfte weg, um die Felder zu bewirtschaften. Das heißt, du kannst auch weniger Lebensmittel produzieren. Okay, und weil wir gerade beim Tod sind, das Totengedenken hat dann ebenfalls eine wichtige Rolle im Leben der Leute gespielt. Seit dem 3. Jahrhundert hatte sich ja bereits die Vorstellung herausgebildet im Christentum, dass verstorbene Seelen bereits vor dem jüngsten Gericht bestraft werden, also gerichtet werden. Und im Anschluss an diese Vorstellung hat das Totengedenken eine wichtige Rolle gespielt, weil es ebenfalls die Vorstellung gab, dass man einer Seele helfen konnte, wenn man regelmäßig für sie betet. Und das geschah zunächst privat, durch die Angehörigen natürlich. Aber immer häufiger haben auch wohlhabende Leute Kirchen und Klöster gestiftet und den Klerikern dann aufgetragen, für sie zu beten. Auch Sklaven wurden beim Tod des Herrn freigelassen, aber verpflichtet, sich um das Angedenken des Herrn zu kümmern. Und der Akt der Freilassung selbst sollte sich natürlich ebenfalls positiv auf Seelenheil auswirken. Weil natürlich nicht so sehr sagt, ich bin ein Menschenfreund, wie seine Sklaven genau dann freizulassen, wenn man sie eh nicht mehr braucht. Richtig, es ist also besser für das Seelenheil, Sklaven zu haben und sie dann freizulassen, als gar keine Sklaven zu haben. Ja, genau. Ja, es hat irgendwie immer diese Pseudomilde. Ich meine, einerseits ist es natürlich gut, wenn du Sklaven freilässt,
Aber andererseits ist es auch unglaublich opportunistisch, dass du es genau dann machst, wenn du sie eh nicht brauchst. Aber naja. Und wie erwähnt, standen jetzt die Freigelassenen unter dem Schutz der Kirche. Also das wurde dann von der Synode von Macron beschlossen. Und es hat sich auch langsam eine Schicht, eine eigene Schicht von Freigelassenen herausgebildet. Auch das Stiftungswesen und Geschenke an die Kirchen hatten weitreichende Konsequenzen. Und die Kirche war dadurch nicht mehr nur eine Institution des Seelenheils, sondern auch eine Schutzherrin der Freigelassenen. Und die wirtschaftlichen Mittel dazu, denn man muss ja die Freigelassenen ja auch irgendwie wirtschaftlich unterstützen können, die wirtschaftlichen Mittel dazu erhielt sie durch die ganzen Stiftungen und die rechtliche Absicherung bekam sie durch die Beschlüsse der Synode von Macron, die auch vom König bestätigt wurde. Okay, und damit kehren wir jetzt wieder zur Ereignisgeschichte zurück, die ja ein bisschen weiter her ist. Und letzte Folge hatten wir den Bürgerkrieg endlich beendet und das Gesamtreich war an Clothar gefallen. Jetzt musste er sich darum kümmern, sich überall zu legitimieren und das Reich zu stabilisieren. Das heißt, er hat jetzt einige Leute, die ihn vorher unterstützt haben und ihn aufgefordert haben, Ostrasien zu erobern, auf wichtige Posten gehoben. Dabei hat er natürlich nicht jeden berücksichtigen können oder wollen. Und im Jahr 614 kam es dann zum Aufstand einiger Großen samt Attentatsversuch auf Clothar. Man sieht, die merowingischen Großen sind also genauso widerspenstig wie die westgotischen und auch ohne Bürgerkrieg hat man versucht, den König zu meucheln. Ich glaube, es gehört ja schon fast zum guten Ton. Schon, ja. Clothar hat aber den Aufstand dann niedergeschlagen, aber die Geschichte war für ihn dann wohl der Anlass, jetzt eine Reichssynode und einige Tage später auch eine Reichsversammlung in Paris einzuberufen. Die auf der Synode beschlossenen Kanones behandeln wieder mal das Problem der Einflussnahme bei der Bischofswahl. Es wurde jetzt beschlossen, dass niemand Einfluss auf eine Bischofswahl nehmen darf und sich kein Bewerber auf die Macht eines anderen Mannes stützen darf. Auch wurden Kanones zum Schutz von Kirchengut erlassen. Mit anderen Worten, dieselben Probleme wie immer. Die Bischöfe konnten aber auf der Reichsversammlung, wo neben zahlreichen Bischöfen auch eben die Großen versammelt waren, nicht all ihre Kanones durchsetzen. Zwar wurden die Kanones als Grundlage genommen, aber überall dort abgeändert, wo der König seine eigenen Rechte eingeschränkt sah. Zum Beispiel hatten die Bischöfe beschlossen, dass ein Bischof vom Metropoliten und niemand anderem bestätigt werden muss. Der König hat jetzt aber natürlich verfügt, dass er die Bischöfe bestätigen muss. Das ist ja auch ein Thema, das wir immer wieder hatten vorher bei den Synoden. Und wenn man an den Investiturstreit denkt, dann im Hochmittelalter, ist es auch ein Thema, das nie alt wird. Und auch wurde beschlossen, dass Amtsträger einer Provinz oder Region nur Männer werden durften, die von dieser Region stammten. Und Ähnliches galt dann auch für Bischöfe. Das heißt, damit wurden regionale Autoritätsstrukturen gestärkt und die Großen von Ostrasien und Burgund wurden auch davor geschützt, jetzt einfach willkürlich von neustrischen Großen ersetzt zu werden. Denn Neustrien war ja das angestammte Teilreich von Clothar gewesen, bis er eben den Rest erobern konnte, und dadurch soll auch Willkür unterbunden werden und Rechtssicherheit geschaffen werden. Ja, das finde ich gar nicht so schlecht. Das klingt eigentlich fair. Ja, stimmt. Und dann im Jahr 623 setzte Clothar dann seinen Sohn Dagobert als Unterkönig in Ostrasien ein. Aber bevor er ihn eingesetzt hat, hat er für ihn das Gebiet nochmal verkleinert, sodass es nur noch die Region zwischen Köln und Maastricht war und ein schmales Gebiet entlang des Rheins samt Mainz, Worms, Speyer und Straßburg umfasste. Der Berater von Dagobert wurde dann Arnulf, der Bischof von Metz und Pepin, der danach zum Hausmeier erhoben wurde. Es kam dann später zum Streit und Dagobert hat jetzt verlangt, dass Ostrasien in seiner ganzen Größe wiederhergestellt werden sollte. Ja, das heißt, er will nicht mehr nur dieses Stück von Ostrasien haben, sondern wirklich das gesamte Ostrasien.
Und zu diesem Zweck wurden jetzt 12 Franken zu einem Schiedsspruch gewählt und Austrasien wurde daraufhin in seinen Grenzen von 511 wiederhergestellt. Das heißt, Dagobert konnte sich hier durchsetzen. Und dann gab es noch einen anderen kleinen Zwischenfall. Der Hausmeier Warnacha ist 627 gestorben und sein Sohn Godin hat jetzt Anspruch auf sein Amt erhoben. Und er hat dann seinen Anspruch damit bekräftigt, dass er seine eigene Stiefmutter Bertha geheiratet hat, was natürlich dem Inzestverbot widersprochen hat, das ja auch immer wieder auf den Synoden bekräftigt wurde. Und okay, sie war zwar zum Glück nur seine Stiefmutter und ist nicht reale Mutter, aber es ist trotzdem irgendwie komisch. Auf alle Fälle nicht kanonisch. Ja. Und auch aus machtpolitischen Gründen war jetzt Clothar ist wenig begeistert von der ganzen Sache, weil er natürlich kein Interesse hatte, dass dieses wichtige Amt, also das Hausmeieramt, erblich wurde. Denn man will natürlich immer selbst den Finger drauf haben und entscheiden, wer Hausmeier ist. Also hat Clothar dem Dux Arnebert befohlen, Godin mit militärischer Gewalt zu töten. Godin ist dann zu Dagobert geflohen und dieser hat sich daraufhin für ihn eingesetzt. Clothar hat sich dann zunächst darauf eingelassen, aber gefordert, dass er sich von seiner Frau trennt, weil die Ehe ja unkanonisch war, und er sollte ihm in Paris beständige Treue schwören. Laut der Fredegar-Chronik war das jedoch nur ein Trick, um Godin wegzulocken von seinen Unterstützern, und so wurde Godin dann bei Chartres ermordet. Sodann versammelte Clothar jetzt die Vertreter der burgundischen Aristokratie in Troyes und befragte sie, wen sie als neuen Hausmeier einsetzen wollten. Diese wollten aber keinen neuen Hausmeier, sondern baten stattdessen in Zukunft mit dem König direkt verhandeln zu dürfen. Das heißt, sie haben nicht nur die Ermordung von Godin akzeptiert, sie hätten auch selbst gar kein Interesse, dass sich überhaupt eine Zwischengewalt zwischen ihnen und dem König etablieren konnte. Es kam dann noch zu Konflikten mit den Sachsen, die gewonnen wurden, und zu einem Aufstand der Basken, der ebenfalls niedergeschlagen wurde. Aber alles in allem blieb die Regierung von Clothar weitgehend friedlich. Und dann, im Jahr 629, ist er dann gestorben. Du wirst ja dann an späterer Stelle noch ein bisschen genau auf diese Hausmeier eingehen, vermute ich mal, oder? Genau. Besonders in der nächsten Folge geht es dann um den bestätigten Niedergang der Merowinger und dann den Aufstieg der Hausmeier. Clothar hatte 2 Söhne hinterlassen, das waren Dagobert und Charibert. Dagobert hatte sich schnell daran gemacht, jetzt die Unterstützung der Großen in Austrasien, Burgund und Neustadt zu bekommen und war auch weitgehend erfolgreich. Ja, das heißt, er versucht jetzt die Gesamtherrschaft über das Reich zu erlangen und zwar unterstützt noch einige große Charibert, doch konnte sich letztendlich Dagobert durchsetzen. Charibert scheint aber trotzdem einige Gebiete zur Verfügung bekommen zu haben. Er zog nämlich dann nach Toulouse und erweiterte sein Gebiet, indem er gegen die Basken zog, also durch Expansion außerhalb des Reiches sein eigenes Teilreich vergrößerte. Im Jahr 632 ist er dann aber gestorben und sein Sohn folgte ihm wenig später. Also in den Tod, nicht auf den Thron. Und muss man ja dazu sagen. Und Dagobert stützte sich in seiner Herrschaft auf verschiedene Große und allen voran auf den Hausmeier Pippin. Und er pflegte darüber hinaus auch enge Kontakte zu den Großen, die am königlichen Hof ausgebildet wurden. Denn seit der Zeit Clothars hatten aristokratische Familien ihre Söhne jetzt vermehrt zur Ausbildung an den Königshof geschickt. Das war ein neues Phänomen, denn bis dahin war der Hof für Aristokraten eigentlich nicht so attraktiv gewesen. Aber das hat sich jetzt nämlich geändert und viele dieser aristokratischen Männer wurden dann später Bischöfe. Zwar gab es auch vorher immer mal wieder Bischöfe, die vorher am königlichen Hof gedient hatten, aber ihre Zahl wuchs dann ab der Regierung Clothars massiv an.
Dagobert knüpfte auf diese Weise enge Kontakte zu zahlreichen Bischöfen, was natürlich sehr praktisch ist, die er von der Zeit ihrer Ausbildung am Hof kannte, und erzeugte auf diese Weise ein enges Geflecht mächtiger Leute, um seine eigene Herrschaft abzusichern. Und danach nahm er dann in Paris seine neue Residenz. Paris lag in Neustrien, das könnt ihr eben auch auf der Karte dann sehen, und der Umzug dürfte deshalb bei den Großen in Austrasien Enttäuschung hervorgerufen haben. Denn Dagobert war ja vorher der König von Austrasien gewesen, das war das Teilreich, das ihm sein Vater zugewiesen hatte, und jetzt zieht er nach Neustrien um, nach Paris. Und jetzt merkt man auch, dass jetzt plötzlich er in den Quellen, zumindest in der Friediger Chronik, deutlich schlechter dargestellt wurde, ja, nachdem er weggegangen ist. Und auch Pippin scheint mit Dagobert umgezogen zu sein, was anscheinend ebenfalls einige Große in Austrasien erbost hat, weshalb sie deswegen versucht haben, Dagobert gegen Pippin aufzubringen, was dann aber gescheitert ist. Um das Jahr 630 herum schickte dann Dagobert eine Gesandtschaft nach Konstantinopel an den Kaiser Herakleios und wollte wahrscheinlich von dem Kaiser seine eigene Anerkennung aushandeln. Da sieht man auch, welche Autorität der Kaiser immer noch hatte. Herakleios wiederum war gerade mit einem Zweifrontenkrieg gegen die Perser und die Awaren beschäftigt, wobei dann Herakleios siegreich war und die Awaren ihre eigene Oberhoheit über die Slawen verloren hatten. Denn die Awaren waren ein Reitervolk gewesen, also ganz ähnlich wie die Hunnen, und diese hatten eben andere Völker besiegt und unter ihre eigene Oberhoheit gezwungen. Und unter diesen unterjochten Völkern waren auch die Wenden. Das waren Slawen, und in einer der Bonusfolgen zu den Vandalen hatte ich die auch schon mal erwähnt. Und diese Wenden konnten sich jetzt unter ihrem neu gewählten König von den Awaren lossagen und ließen sich im heutigen Tschechien nieder. Das heißt, es war eigentlich eine ähnliche Situation, wie wir sie vorher bei den Hunnen und den Goten hatten. Die Hunnen hatten ja viele Goten unterworfen, aber nachdem dann das Hunnenreich auseinandergefallen war, konnten sich dann die Goten wieder emanzipieren und eine eigene Herrschaft aufbauen und rumziehen. Und so ähnlich war es hier mit den Wenden, die sich jetzt von den Awaren losgesagt hatten. Die Franken haben die Wenden dabei unterstützt, weil sie so natürlich die Awaren schwächen konnten und ihren eigenen Einfluss nach Osten ausdehnen konnten. Denn wenn jetzt die Wenden nach Tschechien kommen, also das heutige Tschechien, und ein gutes Verhältnis haben zu den Franken, weil die Franken sie unterstützen, ist natürlich ein Einflussgewinn für die Franken. Kurz darauf ist es dann aber zu Spannungen gekommen mit den Wenden, natürlich, die dann auch in mehrere Feldzüge gemündet sind, aber letztendlich konnte Dagobert die Angriffe der Wenden abwehren. Während dieser Kriege erhob er dann im Jahr 633-34 seinen zweijährigen Sohn Sigibert, den er mit seiner Konkubine Ragnartrud hatte, zum Unterkönig und setzte ihn in einem Gebiet in Austrasien ein. Dieses Gebiet war aber kleiner als das eigentliche Austrasien. Ja, das heißt, mit ihm ist er im Prinzip genauso verfahren wie sein Vater mit ihm. Aber andererseits, er war erst zwei. Dementsprechend. Und im Jahr 634 wurde dann Dagoberts zweiter Sohn namens Chlodwig von der sächsischen Konkubine Nantild geboren. Laut Friediger hatte Dagobert noch die Ehefrauen Wilfegundis und Bechildis und noch so viele weitere Konkubinen, dass Friediger nicht alle ihre Namen nennen könne. Also das war der Kommentar von Friediger explizit dazu, dass anscheinend Dagobert so viele Konkubinen hatte, dass man sich nicht alle ihre Namen merken konnte. Hoffentlich Dagobert. Hoffentlich konnte er. Das wäre sonst peinlich. Das heißt, auch Dagobert war fleißig bei den Frauen. Aber bei Friediger finden wir jetzt vermehrt Kritik an diesem Lebenswandel. Denn auch gerade mit der stärkeren Sakralisierung des Königtums wurde jetzt vom König natürlich stärker gefordert, dass er als gutes christliches Vorbild diente. Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, natürlich muss man auch sagen, dass sich die Gesellschaft stärker verchristlicht hat, weil das Christentum hat jetzt noch mehr Zeit gehabt, sich zu etablieren. Und dann machen sich jetzt so viele Frauen gleichzeitig nicht so gut.
Da waren die Goten eigentlich viel christlicher. Okay, aber da merkt man, die wurden ja über 100 Jahre vorher schon christlich. Und deswegen hat es dort ja diese Praxis nie gegeben. Ja, aber Konkubinen wahrscheinlich schon. Da müssen wir mal schauen. Auf Drängen der Großen schloss jetzt Dagobert einen Vertrag mit Sigibert, in dem er bei ihm bei seinem Tod das ganze Austrasien als Teilreich zusprach und Chlodwig sollte wiederum Neustrien und Burgund erhalten. Dann hat er noch einen Aufstand der Basken niedergeschlagen und dann im Jahr 639 erkrankte er an der Ruhr und ließ deshalb dann den Hausmeier Äger kommen. Ihm vertraute er dann die Sorge über Königin Nanthild und den kleinen Chlodwig an und übertrug ihm die Regierungsführung. Und dann starb er. Relativ jung. Dagoberts Königtum wurde von der Nachwelt, einschließlich von Historikern, als Höhepunkt des merowingischen Königtums angesehen. Oder mit anderen Worten, von nun an ging es bergab. Dagobert war im Prinzip der letzte mächtige Merowingerkönig. Wobei man das bei seiner Regierung jetzt schon langsam sieht, wie mächtig der Adel war. Denn er konnte zu Beginn nicht die Alleinherrschaft erringen, sondern die Großen haben eben durchgesetzt, dass er auch seinem Bruder zumindest einen Teil abgeben muss, wenn er auch natürlich die stärkere Gestalt geblieben ist. Und auch nachdem dann der Bruder gestorben war, haben die Großen Dagobert unter Druck gesetzt, dass er seinen Sohn als Unterkönig einsetzt. Der war natürlich sehr klein, aber trotzdem zwingt man ihn zu einer Machtteilung. Und dadurch, dass Dagobert jetzt schon mit 30 Jahren gestorben ist und seine Söhne zu diesem Zeitpunkt erst 5 und 8 Jahre alt waren, bekam dann die Adligen natürlich einen weiteren Machtzuwachs. So, und das war's für heute. Nach den ereignisreichen Bürgerkriegsfolgen gibt es diesmal eine erholsamere und kürzere Folge. Naja, erholsam natürlich nur für uns und nicht die vielen Leute, die in Hunger und Pest gestorben sind. Aber ansonsten, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Trinkgeld da oder einen Kommentar oder auch ein Abo. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Jetzt die gleiche Pest wie diese Justinianische Pest. Genau, die ist in den 540ern ausgebrochen und dann tatsächlich gab es so alle ungefähr 15 Jahre neue Wellen. Das Okay. ich glaube ungefähr 150 Jahre lang immer, bis es dann irgendwann tatsächlich dann ganz abgeebbt ist. Das ist eine schreckliche Zeit, oder? Ja, okay, das ist eine schreckliche Krankheit. Ja, vor allem, dass es so schnell geht. Ich habe irgendwelche Quellen aus dem 14. Jahrhundert gelesen, wo es noch schneller gegangen sein soll. Und hat es dann erst eine Auswüchse gegeben, gesellschaftlich. Also wenn du sagst, da war dieser Typ, der sich als den neuen Christus verstanden hat. Ja, es gibt ganz interessante, kuriose Berichte. Es gibt auch ein Buch, das heißt Das andere Zeitalter Justinians. Das ist praktisch mentalitätsgeschichtlich unterwegs. Und das auch natürlich sich auch sehr ausführlich mit dieser Pest auseinandersetzt, weil das natürlich die Gesellschaft sehr stark auch prägt, auch sehr stark religiös. Und was auch interessant war, es gab anscheinend vereinzelt sogar Fälle, dann im Bericht im Ostreich, wo Gemeinschaften wieder heidnisch geworden sind. Als Reaktion darauf. Oder auch ganz komische Gerüchte, wie, dass du, wenn du Keramik zerschlägst, dass dann irgendwie das Ding vertreiben kannst. Und da gab es dann komische Ereignisse, wo die Leute angefangen haben, blöde Töpfe auf die Straßen zu werfen, mit einem riesen Krach und sowas. Und auch ganz komische Reaktionen gegenüber Mönchen. Und es hat sich dann später im Mittelalter auch nochmal wiederholt. Also eigentlich sehr interessant, wie Leute dann halt verschieden damit umgehen. Aber ich glaube, was gleich die
Die schnellste und die schlimmste Form der Pest ist, kriegt dann die Lungenpest. Also, weil, es gibt ja verschiedene Arten, eben die klassische Beulenpest und auch an, je nachdem, was die Stärke befällt. Und ich glaube, wenn sie die Lunge befällt, ist es dann die Todesrate extrem hoch. Ich glaube, 90% oder sowas. Und dann ist sie auch am ansteckendsten und wie gesagt, mit der höchsten Todesrate. Ist aber, glaube ich, eine eher seltene Form der Pest. Aber das gab es halt dann auch. Ja, die das Scherbenglück bringen und der Polterabend kommt aber nicht von daher, oder? Oh, das weiß ich gar nicht. Aber stimmt, ich glaube, ich glaub, beim Polterabend sind es dann böse Geister, die du vertreibst. Aber es ist interessant, muss ich mal nachschauen, wo das seinen Ursprung hat. Weil es wahrscheinlich jetzt keine direkte Linie gibt, aber die Grundvorstellung.